Herzlich willkommen zurück. Wir sind bei den Viehchroniken und zwar noch ohne Vieh. Also immer noch eigentlich, würde ich sagen, in der Pre-Story. Und ich werde mal hier versuchen... Ich könnte den Haken an ihrem Gürtel befestigen. Aber sie würde es merken und dann hätte ich schlechte Karten. Na, das ist natürlich richtig. Also das geht wahrscheinlich nicht. Was ist denn mit der Tröte? Ich könnte sie ja hierher locken. Wie freudlos muss das Leben sein, bis einem sowas Spaß macht. Ja. Mach das hier eben. Das Ding wurde in den tiefsten Kreisen der Hölle von wahnsinnigen und ziemlich betrunkenen Hexenmeistern entwickelt. Mindestens. Ja, na gut, vielleicht auch nicht. So, mal gucken, was wir hier noch so haben. Die Tröte in den Tank? Klar, ich könnte das Ding an den Tank kleben. Und dann? Der Flugwind würde nicht kräftig genug durch die kleine Mundöffnung blasen. Du hast doch keine Chance! Vielleicht noch nicht. Aber vielleicht bald. Wenn wir da in so eine Art Trichter oder so bauen. Klar, ich könnte das Ding an den Tank kleben. Und dann? Was wäre denn mit dem Propeller? Ein falscher Tritt. Und das war's dann mit der Jugendfreigabe. Sehr gut. So, hier können wir anscheinend... Oh, da ist noch die Leiter. Die können wir auch gucken. Die Strickleiter führt zu einer Holzkonstruktion am Ballon. Aber ich kann sie nicht erreichen. Aber vielleicht mit unserem schönen Enterhaken. Die Strickleiter führt zu einem... Nein, so. Klick. Enterhaken. Aha. Das geht. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt hochklettern. Da müssen wir aber schnell sein, ohne dass sie uns sieht. Zack. Und schon sind wir in einer völlig neuen Perspektive. So. Das sind übrigens 2D-Hintergründe, zweidimensionale Hintergründe. Nur gewisse Sachen, wie zum Beispiel die Leiter hier und natürlich die Charaktere sind 3D-Figuren. Aber das weiß man ja vielleicht auch schon. Ich betrachte mal die Reparaturkiste. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Werkzeug und Materialien, mit denen man die Ballons pflegen und reparieren kann. Eine Sehr gut. Bürste, Spachtel, eine Nadel mit reißfestem Garn, eine Rolle Klebeband. Den nehme ich mal mit. Das ist ganz schön viel Zeug. Oder habe ich jetzt nur das Klebeband mitgenommen? Ah, verstehe. Das Klebeband. Ich brauche aber immer noch sowas wie einen Trichter oder so. Eine Fahne mit einem seltsamen Wappen. Sie ist mit 4 Schnüren an die Außenhülle des Hauptballons geknotet. Das seltsame Wappen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist das King Art Logo. Natürlich sehr nett gemacht. Ich nehme das auch mal mit. Das geht vielleicht. Keine Chance. Die Knoten trotzen nicht nur Wind und Wetter. Dammit. Was ist denn hier eigentlich los? Das ist, ich weiß nicht genau, wofür das eine Anspielung ist, aber ich würde mal denken, das ist eine Anspielung auf irgendwas. Wahrscheinlich aber nicht auf Papo und Jo. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Klebeband. Wir haben nur noch das Zeug hier, das ist ja nicht viel. Und da können wir es nicht mitnehmen. Schade, aber irgendwie steht da ja noch dieses Handsymbol. Das heißt, irgendwas müssen wir damit machen können. Keine Chance. Die Knoten trotzen nicht. So. Den anderen Kram brauche ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Ballons auch ohne Reparatur noch ein paar hundert Meilen durchhalten. Tja. Dann können wir nur noch runtergehen. Immerhin haben wir das Klebeband. So. Was ist mit der Tröte und dem Klebeband? Ah, guck mal an. Tröte mit Klebeband. Mal gucken, ich könnte das Ding an den Tank kleben, aber das würde mir so vermutlich nicht viel bringen. Ah, verdammt. Dann wird das doch noch so sein, dass ich irgendwo hier eine Art Trichter brauche. Und der wird dann wahrscheinlich hier drin sein. Nehme ich mal an. Mal gucken. Ah, ich hatte doch noch die Dokumente. Wo sind die denn hin? Das war ja Papier. Sind die weg? Die Dokumente lagen doch hier noch. Ich habe die letzte Zigarre schon genommen. Solange ich das Kästchen nicht auffülle, wird es leer bleiben. Tja. Es sei denn... Hm. Nein. Nicht magisch. Mach endlich auf, Nate! Du hast doch keine Chance! Schnauze da oben! So, verdamm mich nochmal. Ich brauche irgendeinen Trichter. Für... Gucken wir doch nochmal hier rein. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke Mach in der Mitte. Mach auf, Nate! Du hast doch keine Chance! Das Feuer im Ofen... Das haben wir schon gehabt. Ja, da gehört sowas schon hin, richtig. Aber ich zerstöre das Ding lieber noch nicht. Tröte mit Klebeband. Ja, da gehört sowas schon hin, richtig. Ah, damit. Na gut, betrachte die Holzluke. Alles, was zwischen mir und einer wild gewordenen Kopfgeldjägerin steht, ist diese Holzluke. Zum Glück ist sie ziemlich massiv. Nee, da sind wir noch nicht richtig. Tja, schade eigentlich, diese Dokumente... Immerhin hat sie mir den Tipp mit der Luke gegeben.
Die sagt uns auch nichts mehr. Die ist sauer. Ich habe mich immer gefragt, woher der Dicke seine schweinchenrosa Wangen hatte. Jetzt weiß ich es. Ich weiß, kann mich gar nicht mehr erinnern, ob der doch im ersten Teil auch vorgekommen ist, der Kapitän. Aber hier haben wir nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Dass wir hier die Leertaste gedrückt halte, ist hier nichts mehr. Wir bräuchten irgendwas Scharfes, um oben das... Können wir das nehmen? Betrachte den Tank. Irgendein Tank. Vielleicht ein Wasserspeicher? Oder ein Ballasttank? Ich gebe zu, dass ich kein Luftschiff-Experte bin. Noch nicht. Hier haben wir auch nichts mehr. Ich kann nur noch in die Kajüte gehen. Den Propeller. Der bringt mir auch noch nichts. Ich kann ja nicht das Ding in den Propeller werfen, oder? Nee. Klebe die Tröte an den Tank. Aber so bringt's mir noch nichts, hat er ja gesagt. So, ich sprint mal nach oben. Das hier finde ich irgendwie lustig, dass hier so der Figur hängt. Kann man denn hier irgendwie noch anders hingehen? Vielleicht? Nee. Eine Fahne mit einem seltsamen Wappen. Sie ist... Mit vier Schnüren. Kann man die Schnüre kann man wegmachen? Guck an. Ach nee, kann man nicht. Dammit. Keine Chance. Die Knoten... Was ist, wenn ich das hier einfach da dran klebe? Geht auch nicht. Masas. Von hier oben sieht Masas fast wie eine Ameise aus. Eine 80 Kilo schwere, muskelbepackte, grüne Kopfgeldjäger-Ameise. Ich sollte sie lieber nicht auf mich aufmerksam machen, solange ich keinen guten Fluchtweg habe. Na, das stimmt. Da hast du recht. Klettere hinunter, es bleibt mir nichts anderes übrig. Und nochmal alles andere zu Trachte Masas. Ewig wird Masas nicht brauchen. Wenn ich ihr die Axt klauen könnte, würde sie das behindern. Mal gucken. Was zum... Okay. Seltsam. Wieder weg? Mist, zu langsam. Ja, das lässt sich nicht lange genug ablenken, wenn ich nur einmal kurz Lärm mache. Das muss länger sein, aber dazu brauche ich irgendwie in irgendeiner Form einen verdammten Trichter. Und den... Irgendwas, was Luft auf den... auf diese Tröte lenkt. Wie wäre es, wenn wir das so rummachen? Okay. Natürlich, dann kann die eine Tröte als Trichter funktionieren. Wahrscheinlich habt ihr das schon die ganze Zeit gedacht, ne? Ah ja, der Rumpel braucht immer ein bisschen länger. Das könnte funktionieren. Die Tröte dient als Trichter und presst den Flugwind ins Mundstück. Es ist immer wieder schön, wie man manchmal... Oh, da jetzt geht's los. Wie man manchmal wirklich so lange braucht... Jetzt aber schnell. Um das Offensichtliche zusammenzufügen. Was ist eben das bis denn zum für Schluss. Ein Ding? Haha! Trottel. Das war knapp. Aber ich aber hab die Axt. Das verschafft mir zumindest etwas Zeit. Hervorragend. Yeah, ein Tusch. Karneval. So, was können wir denn jetzt mit der Axt machen? Sollen wir jetzt nochmal hinausklettern? Ich könnte auch vielleicht den Tank dann beschädigen. Auch unbewaffnet ist sie gefährlich. Ich werde mich nicht auf einen Kampf mit ihr einlassen. Was? Ich habe doch die Axt jetzt. Was wir noch damit machen können. So. Ich gehe mal nach oben. Und guck mal, ob ich jetzt von dem Banner damit müsste ich die Schnüre durchscheuern können. Yes. Und jetzt mache ich mir einen Fallschirm. Wie wär's damit? Ja, was denn? So. Dann können wir nochmal hier hingehen und dann vielleicht die Fahne mit. Schon an Deck lässt eine steife Brise, aber hier herrscht noch einmal ein deutlich stärkerer Luftzug. Nicht ganz ungefährlich, das Leben auf einem Luftschiff. Korrekt. So. Und nun? Masas würde es merken, wenn ich die Fahne an ihrer Kleidung festknurrte. Das würde zu lange dauern. Schade.
Aber das ist der Plan. Entweder sie oder ich. Ich könnte natürlich auch mit einem Fallschirm nach unten fliegen. Aber ich glaube... Hier, komm, tue etwas Uncleveres. Schön. Oh, unbewaffnet ist sie gefährlich. Schade. Aber nett. War da nicht irgendwas von Nadel und Faden gerade noch die Rede? Vorhin? Ich glaube, da oben ist nichts mehr für mich. Schade. Deshalb nehme ich mir jetzt auch das Seil wieder. Ah, verstehe. Na dann, mit dem Seil können wir uns hier... Genau, so. Oh Mann, ich bin zu jung zum Sterben. Nein, do it! Du schaffst das! Bist du lebensmüde? Nee, du aber. Was ist das? Fallen lassen! Das da? Aber gerne. Sagt dir eigentlich der Begriff Bremsschirm etwas? Hervorragend. Sasi, du solltest dich halt nicht mit jemandem anlegen, der klüger ist als du. Komm noch ein Stück näher, dann zeig ich dir, mit wem du dich nicht anlegen solltest. Komm, wir lösen mal einen Finger. Eins. Dicke. Ich warne dich, Nate. Zwei. Überleg dir das. Ich werde dich bis ans Ende der Welt verfolgen und ich werde meine Rache bekommen. Wo ist der Unterschied? Du jagst mich jetzt schon, obwohl ich einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber nächstes Mal wäre es etwas Persönliches. Ach komm. Wir sind mitten über den Nordlanden, Meilen entfernt von der nächsten Siedlung. Bis du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt. Ja, ein Finger fehlt da noch, glaube ich. Nur noch ein kleiner knubbeliger Finger übrig. Weißt du was, Nate? Was für ein Grinsen. Ich werde dich jetzt verlassen. Aber wir werden uns früher wiedersehen, als du glaubst. Aber... Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon finden. Allzu weit wirst du schließlich nicht mehr kommen. Du... Was zum... Hinter dir! Guck dich um, ja. Nate! Rechts und links kennst du doch. Ah, verdammt. Ich glaube, wir sind abgestürzt. Also, nicht das Spiel, sondern... Unverschämtheit! Hey, sieh! Das hier ist ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet. Was? Was zur Hölle? Und wenn sie nun auf einem der Pinguine gelandet wären, was dann? Ah, da ist es viel gewesen. Was zum... Ein riesiger Eis. Wow. Nee, das ist ein Yeti. Ich weiß, was das ist. Und ich befürchte, ich weiß, was ich für ihn bin. So, wir sind wieder Herr über... Naja, nicht wirklich Herr oder haben nicht wirklich die Kontrolle über uns, muss ich sagen. Sondern wir hängen irgendwie, relativ als Beute irgendwo rum. Aber das Tier hat uns doch gesehen und eigentlich kennt das uns aus dem ersten Teil. Insofern würde ich mal denken, dass wir jetzt hier gar nicht mal so groß in Gefahr sind. Auch wenn es so aussieht, als würde der Yeti gerade einen leckeren Menscheneintopf vorbereiten. Ich würde gern glauben, dass der freundliche Yeti eine warme Suppe für mich kocht. Die Realität sieht aber vermutlich ganz anders aus. Naja, wer weiß. Ich betrachte mal den Yeti. Darum hasse ich es, in einer Fantasy-Welt zu leben. Hier gibt es absolut alles. Ein 2 Meter großes, haariges Monster, das im ewigen Eis lebt und Menschen frisst? Klar, warum nicht? There it is. So, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mal gucke, wie ich mich jetzt wieder befreien kann. Eigentlich scheint es sowas wie ein Escape-Spiel zu sein, wo ich eigentlich von Zimmer zu Zimmer mich nur immer befreien muss. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das ja ändern. Bis dahin, tschüss!